auf meinem Kanal. Heute ist Palettenwahnsinn angesagt. Und zwar zeige ich euch heute 5 Marken bzw. Varianten, die etwas teurer sind, also so von 20 bis etwa 50 Euro. Und Paletten, die ihr so ungefähr unter 15 Euro bekommt. Wie gesagt, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch diese Marken bzw. Paletten zeige, die ich als Marke für Paletten super geil finde. Und ich möchte euch definitiv ein bisschen Varianten geben, sowohl 5 teure Marken, sprich Paletten, die etwas mehr pricey sind, und auch Paletten wie zum Beispiel so Essence-Paletten oder so, und werde euch auf jeden Fall meine persönlichen Lieblinge zeigen. Bist du ganz neu auf meinem Kanal und hast dich ganz krass verlaufen und so und du brauchst eine Heimat, dann abonnier doch gerne meinen Kanal, da freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn ihr das tut. Und ich muss sagen, ich habe keinen Bock weiterzusprechen. Beginnen möchte ich mit den teuren Paletten. Teuer ist bei mir ein sehr dehnbarer Begriff, weil teuer bedeutet oft auch sehr gute Qualität. Ich muss sagen, ich habe zum Glück keinen Fail dieses Jahr gekauft, wo ich echt sagen muss, richtig geil. Ich versuche das jetzt ein bisschen aufzuspalten zwischen so von 20 Euro aufwärts. Also, ich habe 5 Zoeva Paletten. Und zwar habe ich einmal die Caramel Melange. Das ist die Caramel Melange Palette. Wunderschöne Palette für Menschen, die eher so ein bisschen neutralere Töne lieben. Die liegen alle bei etwa 21,99. Mein Tipp für euch, kauft die online bei Douglas. Da gibt es immer 15-20%. Und wenn ihr praktisch die Lieferung bekommt, behaltet bitte auch diesen kleinen Coupon, den ihr oft kriegt. Weil da könnt ihr dann praktisch im Laden euch die nochmal swatchen. Zoeva ist ja jetzt auch bei Douglas eingezogen. Da könnt ihr dann direkt dann schauen, was es dort gibt. Dann habe ich hier nochmal die Kakao Blend. Also die sehen gleich aus, aber sind ein ganz anderes Farbspektrum. Die Kakao Blend. Ich schreibe euch natürlich die Paletten auf, die ich euch jetzt gezeigt habe, damit ihr praktisch so eine gute Übersicht bekommt. Das ist praktisch die Kakao Blend. Und ich muss sagen, Zoeva Paletten sind durchweggehend, egal welche ich gekauft habe. Ich habe auch 3 ganz neue da. Von der Qualität her sehr, sehr gut und wirklich denn ihre 20 Euro wert. Hier ist zum Beispiel eine neue Palette, die Opulence Palette. Und können wir bitte mal über das Packaging sprechen? Einfach nur geil. Das Farbspektrum ist opulent, trifft es tatsächlich. Und zwar sind da sehr bolde Farben drauf und wie gesagt, tolle Farben so zum Schimmer machen. Wie gesagt, die ist recht neu. Die, wie gesagt, habe ich jetzt, ich glaube, bei Douglas selber geholt. Die nächsten 2 gab es jetzt nur online. Wie gesagt, ich schreibe euch das gerne rein, damit ihr so einen ganz groben Übersicht habt. Dann habe ich nochmal von Zoeva die Aristo-Palette. Und das ist die Palette, die ich super geil finde. Die erinnert mich so Subculture-Vibe hat die, weil ihr einfach so ganz viel, also das ist so cool, da ist ein mattes und ein passender Schimmerton eigentlich oben. Außer diese beiden, das sind Transition Shades. Ich finde Zoeva-Paletten sehr, sehr gut. Also es gibt für mich eigentlich, wie gesagt, dieses Jahr wenig, was ich scheiße gekauft habe, weil ich wirklich so lange meinen Kopf kaputt mache, Reviews angucke, bis ich überzeugt davon bin, dass es mein Geld wert ist. Und dann wäre einmal noch die Offline-Palette, die ich sehr, sehr häufig benutze, wie man schon sieht. Das Rot ist natürlich total vergewaltigt von mir. Die beiden Purple Shades sind sehr schön. Dieses Türkis mit dem Gold Reflex ist geil. Und diese beiden taubfarbenen Sachen, die praktisch sehr graustichig sind, sind super Transition Shades und macht diesen Look, den ihr damit kreieren könnt, extrem komplett. Also ich finde die Zoeva Paletten wunderschön. Ich finde auch, dass die preislich total okay sind. Also ich finde die nicht zu teuer. Dann kommen wir von einer Marke und zwar Morphe. Ich habe von Morphe nur diese 2 Paletten und dabei wird es auch bleiben, weil ich finde, dass ich von Makeup Revolution so richtig, richtig coole Paletten kriege. Da werde ich euch auch eine zeigen. Die habe ich noch gar nicht allzu lang. Damit ihr praktisch auch von Makeup Revolution noch ein paar Sachen habt. Und zwar ist es die Morphe 35O Palette. Die ist nagelneu. Die habe ich euch in meinem Beauty Bay Haul gezeigt. Die werde ich euch oben hier oder dort in die Infocard verlinken. Das ist ein absoluter warmer Traum mit super butterweichen Schimmertönen. Morphe hat voll drauf mit Schimmertönen. Und die Matten sind super. Ihr könnt sehr neutral schminken, aber auch in den Herbstton gehen und auch einen richtigen Knaller euch setzen. Wie gesagt, ich finde das Farbspektrum unnormal gut.
Die kostet, ich glaube, um die 25 €. Finde ich ein mega schönes Geschenk, muss ich euch sagen. Weil ich muss sagen, diese Paletten sind mega geil. Dann habe ich die geliebte Jaclyn Hill Palette, die allerdings glänzt, weil ich Tesa drüber gemacht habe. Weil die einfach so krass schmutzig wird. Also, die Jaclyn Hill Palette ist in aller Munde, aber zu Recht, muss ich sagen. Diese Farben, das ist auch eine Palette, die wirklich richtig krass benutzt wird von mir, weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe zum Beispiel, dann packe ich mir immer diese Jaclyn Hill Palette ein, weil egal was mir eigentlich dann ins Hirn kommt, ich kann mit der alles schminken. Die kostet aber, ich glaube, habe ich knapp 40 € bezahlt. Die kostet so ungefähr 10 bis 12 € mehr wie die normalen Paletten. Aber ich finde diese hier enorm, enorm schön. Also gerade diese ganzen Farbspektren und so sind mega, mega schön. Die Schimmertöne sind absolut geil. Also das ist Poolparty. Danach macht ihr wirklich Party. Und zwar könnt ihr gucken, dass ihr duschen geht, weil das unfassbar krass pigmentiert ist. Übrigens, Mikrofasertücher zum Upswatchen habe ich auch neu entdeckt. Dann, wie gesagt, habe ich euch die Juvia's Place Paletten. Da verlinke ich euch auch gerne diese Videos oben, dass praktisch ihr sehen könnt. Das ist die Saharan 2 Palette. Das ist die Masquerade Palette. Die Masquerade Palette. Und zwar habe ich mit dieser diesen Look geschminkt, wo ihr letzte Woche Sonntag ein Tutorial zu gesehen habt. Also ein super geiles Farbspektrum, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Magic Palette von Juvia's Place ist etwas kühler, aber einfach wunderschönes Farbspektrum. Ich bin so krass begeistert davon. Es gibt für mich Paletten, die sind ein Wow und ein Ciao. Gibt's auch welche, habe ich auch welche. Dann nehme ich noch zwei Paletten, die sind sehr teuer. Also die finde ich zu teuer. Muss im Nachhinein sagen, bereue ich etwas, weil das ist so ein YouTube Let Me Buy. Also das ist einfach so ein Ding gewesen. Ich habe das in YouTube gesehen und musste die haben. Und zwar handelt es sich hier um die Too Faced Sweet Peach Palette. Die hat mich knapp 50 € gekostet, Leute. Die ist aber, muss ich sagen, sehr krass benutzt von mir. Also ich benutze die wirklich jeden Tag, irgendeine Farbe daraus. Ich finde den Scent, also diesen Geruch davon, leider mittlerweile ziemlich eklig. Also, weil ich mag das nicht, wenn es so arg nach Billigschminke riecht. Also, die Sachen, die ich euch zeige, sind alle wirklich maximal 50 €. Die 50 € ist die Naked Heat Palette von Urban Decay. Aber ich finde, wie gesagt, diese Palette sehr schön. Also wirklich schön. Da sind tolle Shades dabei, wo ich sagen muss, aber sie sind sehr pudrig. Seht ihr das? Das kotzt mich auch total an. Die Swatches sind super, aber ich muss sagen, mich sind mittlerweile nervt sie mich, weil, also es ist auch so ein eher not, ja, aber ich zeige es euch trotzdem, weil das ist eine Palette, die ich an sich schön finde. Deswegen zeige ich sie euch. Aber die ist, glaube ich, auch durch dieses Krasse, dass da so viel Geruch drin ist, einfach auch so verfälscht, ja, in ihrer Qualität, dass ich sagen muss, no. Also gefällt mir jetzt nicht mehr so gut. Eine Palette, die ich allerdings sehr, sehr, sehr abartig liebe, ist diese, ich zeige es euch so, damit euch der Spiegel nicht blendet, ist die Naked Heat von Urban Decay. Wunderschönes Farbspektrum. Den Pinsel, den habe ich jetzt hier irgendwo drin. Ist jetzt nicht mein Favorite. Ich mag jetzt nicht so beidseitige Pinsel, weil wenn ihr die praktisch so in den Becher stellt, habt ihr immer, dass der untere Pinsel immer kaputt geht irgendwie, weil ihr ja immer da drauf titscht, ja. Also, wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr gut. Ich habe damals die auch bei Douglas gekauft, für 20% reduziert. Geile Qualität. Urban Decay ist auch cruelty-free. Gehört zwar wohl zu L'Oreal. So habe ich, glaube ich, mitbekommen. Aber wenn ihr praktisch ein Auge zudrückt, wie ich es halt nun mal auch tue, oft, weil ich dann doch überzeugt bin, ich habe ein Haar im Auge, das stört mich. Oh, ich hab's. Bitch. Oh. Und ich muss sagen, das Farbspektrum ist sehr schön. Jemand, der so warme, aber auch etwas kühlere Töne braucht, braucht eigentlich fast nichts anderes. Aber wenn ihr so crazy seid wie ich, dann kauft ihr euch auch vieles anderes. Ich habe jetzt erstmal euch diese Paletten gezeigt, die halt etwas mehr kosten.
Aber wirklich, da sind Paletten dabei, gerade die wie die von Zoeva, die um die 20 € kosten. Dann die von Morphe gehen in Richtung 30. Und dann, wie gesagt, die Sweet Peach und die Urban Decay Palette kostet zwischen 40 und 50 €. Und jetzt kommen wir zu meinen Lieblingspaletten, mit denen ich fast noch mehr arbeite. Und zwar sind das die Wir kommen jetzt einfach zu einem Günstigen. Segment, wo 100%, 99% der Leute von euch eigentlich drauf warten. Und zwar habe ich hier 1, 2, 3, 4 Marken, die ich persönlich sehr, sehr gut finde oder gewisse Stecksysteme sehr gut finde, wo ihr praktisch einfach auch den meisten Nutzen davon habt. Und zwar fange ich mal an mit einer sehr schlichten Palette, die ich aber so unnormal schön finde, die ich finde, die gehört in jede Collection. Und zwar ist es die NYX Lit Lingerie. Also NYX hat praktisch letztes Jahr oder dieses Jahr ganz schön die Preise angehoben. Das ist aber eine Palette, die ich wirklich für Anfänger wie auch Profis total geil finde. Ich habe auch diesen Look zum Beispiel aufgebaut auf dieser Farbe und so weiter. Da habt ihr praktisch wirklich alles, was euer Herz begehrt. Ihr habt praktisch beige, braun, so ein Taub und die sind wirklich super pigmentiert, ja. Super geil vom Aufbau her und auch sehr weich. Ich muss sagen, die Swatches sprechen ja wirklich für sich. So ein Mikrofasertuch ist geil. Also kann ich echt nur empfehlen, jeder, der daraus ein YouTube macht und Swatches abmacht, holt euch einfach vom Rossmann ein paar Mikrofasertücher. Danach könnt ihr das zwar wegschmeißen, wie ihr seht, beziehungsweise in die Waschmaschine, aber es lohnt sich. Und ich finde halt wirklich, dass, wenn ihr praktisch ganz leichte Looks macht, also jetzt nicht unbedingt rumlauft wie ein Papagei wie ich, dass ihr praktisch mit dieser Palette sehr viel anfangen könnt. Und ich finde sie sehr, sehr, sehr schön. Eine andere Palette, die praktisch aus derselben Reihe ist, ist die Cosmic Metals. Da habt ihr praktisch eine kleine Auswahl an metallischen Farben. Das swatche ich euch auch mal drei. Auch sehr, sehr schön. Allerdings auch etwas krümelig, also pudrig und etwas krümelig. Ich benutze sie jetzt nicht so gerne, aber es ist wie gesagt nur eine Option, die ich aber sehr nennenswert finde, weil wenn ihr ein bisschen mit nassen irgendwie so eine Art Wasser auf eure Pinsel spritzt, könnt ihr die eigentlich sehr gut aufpacken. Etwas, was ich einfach nie weglegen kann, sind diese Must-Have-Paletten von Essence. Ich finde die unnormal schön. Ich hatte damals bei der Birthday Collection diese ganz, ganz coole Palette gekauft. Und zwar ist es eine Palette mit ganz verschiedenen Lidschattentönen. Und ich finde die einfach wunderschön und das lohnt Julien, da sich bin ich auch schon wirklich. wieder. Und zwar habe ich mir jetzt die Haare mal zusammengebunden, weil die sind mir jetzt so richtig auf den Keks gegangen. Die nächste Marke, die ich euch gerne vorstellen würde, wäre diese Value Makers. Und zwar ist es diese wirklich schön, eigentlich, die ist sogar hochwertiger eingepackt wie die Morphe Jaclyn Hill Palette. Und zwar ist das diese Palette, die ich euch als Dupe-Palette für die Jaclyn Hill Morphe Palette vorgestellt habe. Die liegt so um die 17, 18 €. Das kommt natürlich nach Nachfrage an bei Amazon. Und eine wunderschöne, butterweiche, metallische Töne, tolle Glitzertöne, sehr, sehr tolle Pigmentierung. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Und ich muss sagen, butterweiche Töne. Ich habe praktisch nochmal eine andere. Das ist eher so eine, ja, so ein bisschen Purple-Farben. Die fand ich aber auch ultra schön. Und zwar ist das diese Palette. Das ist die 35P. Wie gesagt, die Paletten, die ich noch finde und euch verlinken kann, tue ich runter verlinken. Das ist halt eine wunderschöne Palette. Gerade jetzt, gerade diese Neutral Shades, also auch die matten Töne sind irre gut. Also gerade Schwarz und Orange, sehr, sehr geil. Das Lila und das da ist auch eine sehr schöne Farbe, sehr schön metallisch, also super schön. Und ich muss sagen, die hat glaube ich um die 9,99 € gekostet und die andere kostet glaube ich 17 €. Das sind halt auch zwei meiner Paletten, wo ich halt ultra gerne benutze, weil die Vielfalt halt auch sehr günstig ist und die Qualität wirklich mega gut ist. Die nächste Marke, wie ihr wisst, ich habe unfassbar viel von Make-up Revolution. Und zwar sind es hier diese gefälschten oder gedupten Chocolate Bar Paletten. Das wäre einmal die Rose Gold Palette. Und zwar ist es ein Dupe zu der Huda Beauty Rose Gold. Praktisch Palette. Die kostet auch 65, 60 €. Die kostet, glaube ich, 10 €. Da könnt ihr nahezu denselben Look kreieren. Sehr schöne Palette. Diese Paletten von Make-up Revolution zeige ich euch aber nur stellvertretend. Ich habe natürlich
viele, viele, viele andere Paletten, wo ich sagen muss, wow. Ja, dann habe ich noch die Mint Chocolate Palette. Das ist ein Dupe zu der Subculture Palette. Ich muss sagen, wenn ihr den dem Farbmuster folgt, was ihr praktisch gerne möchtet bei so einer Palette, ist es wirklich ein sehr, sehr geiler Dupe. Also das ist wirklich mega gut. Pigmentierung ist auch sehr gut. Also da kann man gar nichts sagen. Also für das Geld mega, mega schön. Und wie gesagt, die kostet glaube auch, ich glaube, die könnt ihr auch bei Cosmetic for Less bestellen. Die ist sehr, sehr gut. Ein guter, guter Dupe auch zu einer Morphe-Palette praktisch, beziehungsweise von der Auswahl, sind diese Amplified Pro HD Make-up-Paletten. Und zwar sind es super gut verarbeitete Paletten, die sehr hochwertig eingefasst sind. Und zwar habe ich mit dieser ganz arg viele Looks schon im privaten Segment geschminkt. Das sind komplett matte Töne, wo ihr halt Transition Shades, also das Schwarz und das Weiß, das ist, was ich absolut geil finde, weil das ist so schwer herzustellen, gerade ein geiles Schwarz, was matt ist und das Weiß. Und ich finde halt wirklich, das ist eine ganz tolle Palette. Die haben mittlerweile sogar 3 neue rausgebracht, wo ich mir allerdings keine von kaufen werde, außer es gibt mal einen riesen Sale oder so, weil diese Paletten halt super riesig und groß sind, aber von der Verpackung her sehr, sehr hochwertig und mir gefallen die irre gut. Wie gesagt, bei Make-up Revolution, da habe ich keine einzige Palette und ich zeige euch mal, wie viele ich habe. Wartet, schaut mal. Das sind alles so die Standardpaletten und die Gesichtspaletten und so, die ich von Make-up Revolution besitze und ich besitze knapp noch 5 auf der anderen Seite. Das sind etwas größere Paletten, wo ich wirklich sagen muss, oh mein Gott, die sind wunderschön. Mein Gott, das ist so schwer, die Kiste. Und auf jeden Fall habe ich bis jetzt auch, also welche ich auch super, super schön finde, sind diese Paletten. Diese, auch das sind auch diese silbernen, diese Live on a Dance Floor, glaube ich, genau. Da habe ich auch richtig tolle Töne teilweise erwischt. So ein bisschen neutral und dann habe ich noch, das ist halt meine Lieblingspalette, die ich halt super warm gefasst und was halt auch noch eine ganz tolle Palette ist, die ich super oft benutze, ist diese hier und zwar ist das so eine richtige Sparklers Palette, das sind praktisch so eine Winterkollektion gewesen, die man auch immer noch auf Tam Beauty kaufen kann. Shipping ist ganz einfach. Ich glaube, Payment macht man über Amazon, glaube ich, Amazon Payment oder über PayPal. Und dann könnt ihr bei Tam Beauty wahnsinnig geil Produkte kaufen, ohne je Probleme gehabt zu haben. Die letzte Marke, die ich euch praktisch als Palettenvorstellung bzw. als absolute Empfehlung geben kann, ist BH Cosmetics. BH Cosmetics, da habe ich wirklich ebenfalls so viele. Also ich habe wirklich fast das ganze Sortiment, außer die Celebrity Edition, weil da nicht mehr alle gefallen. Also diese Marvicorn Shit Whatever Palette, die wird bei mir nicht einziehen. Also nicht, dass ich die, also die müsste mindestens 80% reduziert sein, damit ich sie toll finden würde. Weil ich finde die wirklich, also die Highlighter sprechen mich gar nicht an. Also ich habe jetzt Reviews gesehen, wo ich die einfach zu pudrig fand, die Töne. Das ist jetzt die Tropicana Palette, das sind komplette Schimmertöne. Ich glaube, die kostet auch 10 Euro. Dann habe ich eine richtig geile. Das ist die Take Me Back to Brazil. Und zwar ist das mal eine ultra krasse Palette, ja, wo ihr richtig geile, richtige tropische Töne haben könnt. Da habe ich zum Beispiel an Halloween zum Beispiel, ich glaube, meinen Pocahontas-Look habe ich damals damit geschminkt, der sehr cool rausgekommen ist, wie ich ihn finde. Ich habe ihn super gern gemocht. Und zum Beispiel, was sie auch ganz toll haben, sind solche Baked Eyeshadows. Und zwar sind das solche Paletten, wo ihr praktisch Lidschatten habt, die in gebackener Form kommen. Die Qualität ist auch wunderschön. Also ihr habt wirklich mega krass pigmentierte Paletten. Und die sind wirklich teilweise 20-30% reduziert sogar. Oder ihr kriegt noch ein Pinselset dazu. Momentan, glaube ich, gibt es sogar ein Pinselset dazu. Also ich kann diese auf jeden Fall nur empfehlen. Das hat mich super, super gefreut, dass euch das Video hoffentlich Spaß gemacht hat. Lasst mir gerne, gerne einen Daumen da. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr irgendwie an dieser ganzen Reihe echt Spaß gehabt habt. Gerne schreibt mir einfach drunter, welche von den Marken. Also ich habe jetzt euch Morphe, Urban Decay, Too Faced, Zoeva, Make-up Revolution, BH Cosmetics. Ich habe auch natürlich
von Colourpop zum Beispiel Sachen, ja. Aber von Colourpop, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen, obwohl die meine absoluten Lieblingspaletten sind. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, die vier kleineren Paletten. Die nehme ich jetzt, zeige ich euch jetzt nur noch mal. Das ist ja diese Ski-Palette. Die Paletten sind wunderschön, aber es ist dann etwas schwieriger, da dran zu kommen. Wie gesagt, ich hatte da jetzt keine Probleme beim Zoll. Manche haben halt enorm Probleme und kriegen halt nichts durch. Das ist diese My Little Pony Palette. Diese Palette, die liebe ich über alles. Die habe ich auch zweimal. Das ist diese I Think I Love You Palette. Und eine, die ich halt unheimlich auch liebe ohne Ende, ist diese Yes Please Palette. Ich muss sagen, Colourpop Eyeshadows, Superstock Eyeshadows und die Paletten sind wunderschöne Produkte, die wirklich sehr wenig Geld kosten. Aber so meine Favorites sind eigentlich diese Morphe-Sachen, Jaclyn Hill Palette und die 350. Zoeva ist auch eine ganz tolle. Vor allen Dingen auch ist das eine schöne Verpackung. Ihr könnt wirklich Leuten eine große Freude damit machen. Die können damit sehr neutral Looks schminken oder auch sehr großen, krassen Look schminken. Das bleibt denen dann völlig selbst überlassen. Und ich hoffe, diese Videoreihe hat euch heute mal echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, vergesst nicht, meine Verlosung für die 300 Abonnenten kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Und zwar am 25. Dezember werde ich diese hochladen, weil ich bis dahin noch mit der Laura eine Verlosung laufen habe und ich, wie gesagt, parallel jetzt etwas sehr schwierig finde, das zu organisieren. Und deswegen seid gespannt, bleibt mir gewogen und drückt mir die Daumen, dass auch mein Weihnachten ein traumhaftes Weihnachten wird. Bis jetzt warte ich ja immer noch auf den Schnee. Es passiert nichts, aber wir werden es überleben. Ich hab euch lieb und macht's gut.